maske ab. Was geht ab, meine Damen und Herren? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Willkommen zu einem geistkranken Vlog heute. Kennst du die Leute, die zu Hotwings essen? So zum Beispiel? So? Und dann kommt voll sauber raus. Da sind nur zwei Knochen. Nix. Und dann sagt mir einer letztens, ich kenne jemanden, der sogar die Knochen mit ist. Ja, auch armer Nachbar. Also verpackt auch noch erst nicht. Also Tablett auch noch erst. Und sonst drehen wir heute einen Vlog. Wallah, ich hab so Bock auf KFC gehabt. Wallah, ich weiß auf jeden Fall, dass es danach Durchfall wird, aber jetzt trotzdem. Jungs, bevor wir zu diesem Video hier kommen, check Kfz-Map, erster Link in der Videobeschreibung. Geistkranke Duftanhänger. Geistkrank, alles geistkrank, Bros. Ich bin sogar gerade einfach so zu dem Typen, ich so, Bro, gib mir bitte einfach diese Soße. Diese Soße bei KFC ist geistkrank, wallah. Boah. Es ist so viel passiert, aber ich habe gar nicht geredet. Deshalb, Freunde, liked einfach das Video, abonniert den Kanal für mehr und ich esse jetzt erstmal. Dachte echt, ich schaffe echt alles, Bro. Ich hatte so einen Hunger, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Einfach nur noch so, zack. Das wird dann gegessen, wenn man Hunger hat. Mach ich hier einmal zu, in der Nacht, bevor du schlafen gehst. Genau. Das nimmst du jetzt einmal so mit. Hier kannst du auch so oft Cola auffüllen, wie du willst. Ich kann auch noch eine volle Cola mit ins Auto nehmen. Mach den maximalen Fuchs. Sowas lernt ihr nicht in der Schule, sowas gibt's nur bei uns. Komm, geh mal. Sagen wir gehen jetzt mal in die Waschanlage. Ich habe eine Waschanlage. Ich kann 24/7 jeden Tag einmal umsonst waschen. Ich bin der beste Waschanlage. Gel, 5 Lira, 3 Lira, gel, gel, gel. Wer ist denn in Makedonien? Duftanhänger, gel. Auf jeden Fall, wir befinden uns hier bei KFC. Wir haben das gegessen. Bro, um 19 Uhr habe ich einen Termin. Da wäre auch Lagerhalle gut. Sachen. Aber ja, ich gehe woanders hin. Ich gehe jetzt erstmal zur Waschanlage. Dazu nehmen wir euch einmal mit. Aber davor, ich habe so eine App, Bro. Ein Kollege von mir, Klaschka, hat gesagt, Bro, lade die App herunter. 30 Euro zahlst du monatlich, darfst jeden Tag einmal waschen gehen, Auto. Waschanlage ist Bombe. 1 Euro, eine Wäsche am Tag. Jeden Tag Auto waschen ab sofort. Aber wenn der dreckig ist, ich fahre jetzt dahin, wasche ich erstmal mein Auto. Der ganze Pollenstaub, der muss weg. Bro, ich montiere tun die anpflanzen. Spaß. Ich nehme euch mit. Like das Video, abonniert den Kanal. Meine Damen und Herren, wir stehen jetzt seit 20 Minuten hier vor der Waschanlage. Diese Waschanlage zeige ich keinem, Bro. Am Schluss ist die immer voller, als sie jetzt schon ist. Ich kann über die App schauen, wie viel los ist, okay? Und da waren einfach nur so zwei Autos. Ich komme in diesen vier Autos. Mir, was geht jetzt ab, gell? Jetzt warte ich einfach seit einer halben Stunde hier. Einfach, weil es 10 Euro günstiger ist wie woanders, Digga. Ich glaub's nicht, Mann, Digga. Ja, man hat Sachen, Digga, die regen mich auf, Digga. Das sind so wirkliche Sachen, die regen mich richtig auf. Jetzt warte ich hier auch nochmal 15 Minuten. Dann weiß ich nicht, ob mein Auto hier reinpasst. Weil hier mit einem anderen Auto drin, das hat reingepasst. Aber das andere Auto ist auf jeden Fall doppelt so klein wie dieses hier. Und das vor uns ist auch nicht so breit wie unseres. Aber inshallah passt es rein oder macht keine Kratzer in meinen Lack. Mal schauen, Bro, ich bin gespannt. Freunde, kennt ihr die türkischen Väter an Slayolu, Digga? Ihr seid an der Grenze, die steigen aus immer einfach so. Oh, amuna kuduklarım. Immer einfach so. So. Oh, so. Dann schauen. Vay bu piçlere bak, arschlochlara bak, piçlere bak ya, Bulgaristan'a bak be ya. Olamaz ya, Allah kahretmesin be sizden be ya. Merak. Ne zamandır bekliyorsunuz? Seit wann wartet ihr so? Kennt ihr die Leute? Seit 3 Tagen. Also meine Damen und Herren, wir fahren doch nicht nach München, Bros. Das ist gar nicht in München, dieses Treffen, das ist 200 Kilometer entfernt, Bros. Und ich dachte mir, Alter, 200 Kilometer ist schon ein Stück, Alter, mehr wie 60, Bro. Und ich fahre jetzt nicht irgendwo Dienstag, weil morgen frei ist, auch viele Feiertage haben. Fahre jetzt nicht morgen oder jetzt einfach so 200 Kilometer. Das lohnt sich für mich nicht für ein Video. Ja, nicht wär's. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich das früher gewusst, wenn Treffpunkt nicht um 21 Uhr wäre. Und wenn vielleicht mehrere Leute dabei wären, wäre ich vielleicht gegangen. Aber jetzt so auf hektisch so in 2 Stunden dort sein und ich weiß nicht, so Dienstag, keine Ahnung. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gefühlt, da war das Feeling nicht da, sondern scheinen 10.000 Leute da sein. Die Jungs haben mich alle gerufen auf Instagram, die schreiben jedes Mal, komm auf dieses Tuning-Treff, komm dahin, komm dahin. Ich wollte euch diesmal echt überraschen so, aber ich habe es leider zeitlich ja nicht geschafft, Bro. Ich hatte echt noch viel zu tun, wie ihr an dem Vlog schwer erkennen könnt. Es sind einige Ausschnitte leider nicht am Start. Kennzeichen habe ich jetzt einmal vorne links hin, keine Ahnung warum. Jetzt fliegen wir. Mit dem Army geht hier auf der Landstraße. Macht Spaß, Digga. Geht er gut safe, Bro. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einen Kopf rauchen zur Entspannung. Ich habe heute 2 Videos dann gedreht, ich bin zufrieden. Einige Ads gedreht, bin zufrieden. Einige TikToks gedreht, bin zufrieden. Was ich auf jeden Fall wieder noch öfter machen will, ist, ich will auf Twitch und so live, aber zum Auto.
Ja, so halt. Das triggert mich einfach, dass dieses Auto so leise ist. Gibt mir nicht so viele Emotionen, Alter. Also, Freunde, ich sag euch ehrlich, ich war mir eine neue Halle vorhin anschauen. Ich bespreche das jetzt mit euch, weil es ist mir egal, ob ich die Halle jetzt bekomme oder nicht. Diese Halle hat ungefähr knapp über 300 Quadratmeter und habe draußen 5-6 Stellplätze, was für meine Zukunft sehr, 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 sag ich mal, wichtig wäre oder cool wäre. Das ist von meinem Büro jetzt nochmal 5-10 Minuten entfernt und ich fand die Lagerhalle cool. War die vorhin besichtigen, weil so ein Kollege von dort auszieht, sucht einen Nachmieter und meine Lagerhalle ist viel zu klein, Bros. Ich dachte echt damals, dass meine Lagerhalle jetzt schon viel zu groß ist, vor noch einem halben Jahr. Und ich schwöre es euch, ich muss einfach, also ich hätte niemals gedacht, dass ich so schnell wachse, aber diese Lagerhalle, wo ich jetzt bin, mit den 200 Quadratmeter knapp, ist mir viel zu klein. Deshalb suche ich jetzt etwas Neueres und habe mir jetzt so überlegt gehabt, dass ich eventuell dann da ausziehe und dann da einziehe, muss mit dem Vermieter das Ganze abklären und so. Deshalb war ich jetzt gerade besichtigen und deshalb habe ich es jetzt nicht mehr geschafft, nach München zu fahren. Jetzt befinde ich mich auf der Landstraße und lasse meinen Abend so ausklingen, indem ich echt heute fleißig war eigentlich. Eigentlich habe ich so meine Pflichten getan. Meine Pflichten sind nur noch für mich, ich werde mir das wieder in den Kopf setzen, nur noch YouTube-Videos drehen und TikToks und keine Ahnung, auf Insta und so wieder aktiv sein. Deshalb check mich da auf jeden Fall ab. Der Bini überall, außer auf YouTube Bini. Ja, ansonsten, Bros, würde ich sagen, wir machen jetzt ein Lied an und wir fühlen jetzt erstmal ein bisschen suchen. Hey Siri, was möchtest du hören? Mache Antidepressan von Marvin Matiz an. Oh, Stefan! Servus! Was machst du? Aleikum salam, Stefan! Hey! Oh, was machst du, Stefan? So, so. Wie geht's? Gut, dir, Stefan, wo du? Wo ist das hier? Ja, wo? Hey, wo? Du wo? Danke, 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 danke. Du auch schön, du auch schön. Danke, Stefan, du auch schön. Alles Weiche. Ja, wo Sorry. Du? FC Bayern Munich, wo du? Bayern-Trikot, hä? Bayern München, hier. Ja. Wo du, wo? Ja. Österreich, Bruder. Arbeit hier. Viel Arbeit oder wenig Arbeit? Ja, viel Arbeit, große Baustelle hier. Große. Wer war eine Baustelle da? Eine Baustelle, 6 Leute meine. Stefan Schiff. Stefan Bau GmbH, hä? Ja, sehr viele Leute, 6 Leute meine. Wie 6 Leute deine? 6 Boss. Ja, diese Decker, 10 Euro hier, bei 10 Euro nichts arbeiten. Ey, ich mit. Ey, ich nix. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Passt auf euch auf, Freunde. Check Parfüm, habt die besten Duftanhänger der Welt. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Born with Depp, 10.05. ist aktiv. Und die Videos ab sofort auch fast täglich, alle 2 Tage spätestens, ein neues Video. Deshalb passt auf euch auf. Wir sehen uns und bye bye.